Fahrwerkstechnik in einem komplexen und sehr komplizierten Ausmaß einfach an einen Laien oder einen Hobbyfahrer zu vermitteln in einer Art Seminar, wird auf jeden Fall den Motorsport revolutionieren. Klar, wenn die Federn komplett falsch sind, dann kann er an der Dämpfung rumdrehen, was er will. Das ist für mich interessant, also für mich besonders, welche Einstellung, welche Eigenschaft des Fahrwerks hat, welchen Einfluss auf das Fahrverhalten. Das ist schon interessant, ja. Vorderrad, klack, klack. Wechseln Sie die Vorderräder. Also das Thema Fahrwerk ist komplex. Es geht mit einer gewissen Priorität los und es endet mit einer gewissen Priorität. Und in diesen Prioritäten gibt es verschiedene Unterkategorien. Wir versuchen natürlich, das so einfach wie möglich in einen Tageskurs reinzubringen. Aber es ist im Endeffekt ein roter Leitfaden, der sich von Anfang bis Ende durchzieht. Das Problem ist, wenn ich in den ersten 1,5 Stunden des Seminars nicht mindestens 80% verstanden habe von dem, was mir versucht wird zu vermitteln, dann tue ich mich schwer, am Ende des Tages die nächsten Aufgaben zu lösen. Das heißt, es ist eigentlich modular aufgebaut, aber es baut alles aufeinander auf. Und somit fängt man mit den wichtigsten Bauteilen an, und das ist zum Beispiel die Feder. Die Feder ist eine komplett eigene Kategorie, die total außer Acht gelassen wird teilweise. Viele Leute reden immer von der Dämpfung und Zug und Druckstufe, das sind die Lieblingsbegriffe. Das ist wichtig, das gehört dazu, das ist ein großer Part des Seminars. Allerdings muss man erst einmal gewisse Grundgeometrien des Motorrads verstehen. Was braucht der Reifen, damit er den gewünschten Grip generiert, den wir alle so sehnlichst haben wollen? Und dann kann man irgendwann einmal zur Dämpfung gehen, aber grundlegend baut man das Ganze sehr modular auf und je nach Priorität. Wie unterschiedlich würdest du sagen, so bei den aktuellen Modellen ist das zwischen den Herstellern? Sind die da alle, also wenn man jetzt so ein Standard, die Serienmotor, die ich mir jetzt kaufen wollte, sollte eigentlich so ein Ding aus dem Karton sein, sag ich mal, also ich weiß, aber wo man gleich richtig, und da tue ich mir aktuell, weil ich finde, alle sind natürlich krass schnell, egal ob jetzt BMW, Ducati, Honda, Yamaha, Aprilia, wenn du jetzt holst. Ich bin der Meinung, dass alle Serienfahrwerke scheiße sind. Ja? Ja. Braucht das Öhlins von der RSV4? Das Fahrwerk an und für sich, von der Technik, ist nicht scheiße. Ich finde nur die Settings immer ungünstig gewählt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es aus meiner Erkenntnis, aus meiner Erfahrung im Motorsport. Mit dem, was ich unseren zahlreichen Kunden mittlerweile schon verabreicht habe, verstehe ich nicht, warum die Hersteller das einstellen, was sie einstellen. Es gibt für mich keine plausiblen Gründe. Und da gibt es teilweise auch keinen Grund, ja, der fährt auf der Straße. Ja, warum soll es auf der Straße mit mehr Dämpfung fahren wie auf der Rennstrecke? Das gibt überhaupt keinen Sinn. Ich bin der Meinung, dass sie die komplette Welt insofern verändert, dass jeder versucht, irgendwas zu verbessern oder sich mit seinen eigenen Themen zu beschäftigen. Jeder sollte in der Lage sein dazu, sein Hobby so perfekt als nur möglich zu machen. Und deswegen möchte ich eigentlich diesen Hobby-Motorrad-Motorsport so renommieren, dass jeder in der Lage ist, sich sein Fahrwerk selbst abzustimmen. Und dabei rede ich nicht nur vom Fahrwerk speziell, sondern eigentlich das Motorrad zu verstehen. Das ist mal der Haupthintergrund. Da bin ich der Meinung, dass jeder Hobby-Rennstreckenfahrer verstehen soll, wie sein Fahrwerk funktioniert und eigentlich auch der Straßenfahrer. Nichtsdestotrotz bin ich aber der Meinung, dass der Hobbyfahrer mit seinem Motorrad durchaus sich einmal eine Basis bei einem Profi holen soll, ne? Egal ob es der Gabelservice ist oder mal eine Dämpfungüberarbeitung. Die soll er sich durchaus da holen, aber ich bin der Meinung, mit dem Kunden zusammenarbeiten, aus meiner Person heraus, als Fahrwerkstuner, mit dem Kunden zusammenarbeiten, macht das Projekt eigentlich besser. Und das ist eigentlich das Ziel, dass der Fahrer Maximum aus dem, was er hat, rausholt. Und das funktioniert aber nur, wenn er auch selbst weiß, wie was funktioniert. Zumindest einen großen Ansatz davon. Gut, Profi,
Deine Meinung zu. Das muss man. Ich würde Druckstufe sagen, zu weit zu oder die Feder zu hart? Mach nochmal. Also die springt auf jeden Fall richtig raus. Mhm. Aber richtig toll. Mhm. Und geht auch wieder zurück, dass sie schockt. Und geht halt echt schwer nach unten. Also was bedeutet das, wenn sie so schnell rausgehen? Druckstufe zu weit auf. So, jetzt machen wir mal ganz geschlossen, schauen wir, ob da überhaupt eine Änderung passiert. Oh. Was war für dich das Entscheidendste? Das würde mich einfach interessieren. Der praxisbezogene Part sozusagen, also erstmal die lockere Atmosphäre, dann quasi das praxisbezogene Know-how, ja, die ganzen einzelnen aufgeschlüsselten Komponenten. Schiffspaket. Genau, kennenzulernen, ja, genau. Ganze Funktionsweisen jeder einzelnen Baugruppe in Dämpfer und bist du jetzt schon in der Lage, dass du bei deinem eigenen Motorrad hergehst und irgendwas verbesserst, wenn du fährst? Denkst du, traust du das zu? Auf jeden Fall. Ja. Zumindest zu erkennen, ob ich was verändern muss, was ich eventuell verändern muss. Ja. Oder ob es an was anderem liegt, an mir oder Reifen etc. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, dass für die meisten Rennstreckenfahrer das am interessantesten ist. Allerdings haben wir jetzt auch bei den ersten Seminaren schon auch Straßenfahrer dabei gehabt, die durchaus Interesse zeigen der Sache gegenüber, der Technik gegenüber. Weil, ich sag mal, das ist sein Motorrad, das ist sein Heiligtum. Er will das Maximum rausholen. Und auch der flotte oder ambitionierte Landstraßenfahrer hat eigentlich die Berechtigung, das zu wissen. Von dem her ist es eigentlich spielt es eigentlich relativ wenig Rolle, ob Straßen- oder Rennstreckenfahrer. Ich denke jedoch, dass der Rennstreckenfahrer die meisten fahrdynamischen Probleme haben wird, die der Landstraßenfahrer nicht so schnell hat, weil er natürlich nicht so an die Limits der jeweiligen Bauteile rankommt. Alles, was langsamer ist, so, ist viel zu wenig, viel zu viel Zugstufe. Alle negativen Eigenschaften, der viel zu viel Zugstufe, was wir heute besprochen haben, mit sich. Aber das Motorrad ist nicht schlecht. Die Yamaha tun sie von Haus aus leicht. Aber jetzt haben wir da ein bisschen eine Abstützung. Ne? Mhm. So, ich messe jetzt die Negativfederweg. Kann man jemanden an der Fußraste, an der Heckfußraste hinten ein bisschen hochgehen? Ja, genau. So, was sind wir bei 60,1, 59,1 und 60,1. Das ist nur ein Zentimeter. Das ist das, was ich sofort merkt habe, wie ich sie hochkomme. Ja. Ein bisschen wenig. Ne? Also es fehlen uns so ein halber Zentimeter. Wie wichtig die Federauswahl ist für mein Motorrad, also wie ich das abstimmen kann und das sozusagen Zugdruckstufe, wie das funktioniert, was man alles einstellen kann, was wie, welchen Einfluss hat und vor allem, wenn ich Probleme habe, an welchen Schrauben ich drehen muss, ohne das Problem zu verschlechtern oder verschlimmern. Das hat mir heute der heutige Tag eigentlich ganz gut gezeigt. Die Leute, die zu so einem Seminar kommen, erwartet eigentlich eine Aufschlüsselung von einem sehr, sehr komplexen Thema in einzelne einfache Bausteine. Und der dann einfache Komponenten des Fahrwerks auch leicht versteht. Das ist eigentlich das, was den erwartet. Und die meisten Reaktionen, die ich jetzt schon gehabt habe, waren eigentlich immer: Oh, doch so einfach, okay, alles klar. Hm. Und dann merkt man dann schon, es wird ein großer Hype darüber gemacht, über das Fahrwerk, aber wenn man dann mal ein bisschen Einblick hat und weiß, wie das eine oder andere funktioniert und ein paar Grundkenntnisse hat, dann ist es nicht mehr so kompliziert. Und das ist eigentlich das Coole daran, dass man was augenscheinlich komplex erscheint und in manchen Situationen auch komplex ist, aber dann doch relativ einfach rüberbringen kann. Wir sind natürlich jetzt mitten in der Saison, was die Planung der Termine extrem schwierig gestaltet. Also es ist nicht so einfach, dass man sagen kann, wir haben hier und hier und hier und hier. Wir haben jetzt schon ein Fahrwerksseminar absolviert, das nächste ist jetzt am Kommen, das ist auch schon wieder ausgebucht gewesen. Und wir haben jetzt uns noch ein bis zwei Termine herausgesucht, die wir quasi machen können, da wir in der Lage sind, an diesen Wochenendtagen. Wir wollen das hauptsächlich am Wochenende machen, weil das, denke ich, da für die meisten Menschen interessant ist. Und da haben wir jetzt ein bis zwei Termine nochmal rausgesucht und haben die euch unten in der Beschreibung verlinkt.